Nee. Hier wird nicht weiter. Ach so. Die produzieren nicht weiter, weil Sauerstoff voll ist. Okay, dann müssen wir doch einen Brenner zwischen rein klemmen. Und zwar. Ein Brenner und ein Overflow. Wie gab's da? Mist. So ein Plastikrohr bauen. Hier gibt es ein Überlaufventil, das nur dann aufgeht, wenn zu viel drin ist. Tank? Nee. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erforscht. Das ist einfach nur ein Ventil, das dafür sorgt, dass dann aufgeht, wenn so und so viel Prozent drin hängen. Overflow. Ach so, das haben wir noch gar nicht erforscht. Okay. 20 Tränke. Machen wir hier. 20. Laborwalter. So, schroten wir mal kurz alle hin. So, dann erforschen wir das kurz. Dann kann man nämlich ein Überlaufventil zwischen reinklemmen. Und das geht dann eben, wie gesagt, nur dann auch, wenn so und so viel Prozent im Netzwerk registriert sind. Machen wir ein bisschen 300 Schwefel im Winter. Können wir das mal einfach klickern? So. Den brauchst du nicht. Fluid Control, das war. Check that. Connected to wire, nee. Overflow valve. Below flow if the input side is above 20. Genau. Sobald es über 80% Menge hat, dann jagt er das einfach dadurch. So. Ach nee, Quatsch, was mach ich denn? Halt rum. So. Jetzt lass doch mal, lassen halt drin, dass du deinen Frieden hast. Schmeiß dann doch immer wieder rein. So, ich werde aber auch gleich schon wieder eine Aufnahmepause machen. Schon wieder gleich anderthalb Stunden rum. Hier in Factory, da rennt die Zeit, das ist. Oh. Wahnsinnig schnell, dass hier immer geht. So, komm, letzter Trank noch, dann haben wir alle. Zack, wunderbar. So, und dann kann man dieses Overflow halt nämlich zwischenklemmen, weil Sauerstoff brauchen wir ja auch hier zum Weiterverarbeiten, aber zack, so, dann hauen wir nicht ständig das ganze Netz leer, sonst haben wir nämlich wieder das Problem, dass wir nicht vernünftig sag schon, die Produktion nicht vernünftig durchrennen kann. Ah, der funktioniert nicht, deswegen kriegt er da nichts. Okay, dann machen wir doch so rum. Ach, das heißt, er hat die ganze Zeit gar nichts hergestellt, weil er überhaupt nichts abbekommen hat. Natürlich auch eine Variante. Gut, Overflow auf. Zack. Genau dieses. Plup, da ist es. Und zwar so rum, genau. Ja, aber wo ist. Kapiere ich jetzt nicht ganz. Wo ist die Input-Seite? Ah, ja, genau, passt. Okay, nee, funktioniert. Der hält jetzt immer 80 in der Leitung. Sobald er drüber rutscht, das was drüber geht, schiebt er dann hier rein. Aber so bleibt immer noch genug im Netzwerk, damit man. Ihr findet es weiter, aber ich sehe gerade was. Was habe ich denn hier geklöppelt? Hä? Warum?
Ach so. Ja, aber warte mal, das muss ich doch gar nicht so kompliziert basteln hier alles. Warum? So. Ja. Ach, wegen dem. Mhm. Dann gehen wir doch einfach dahin. Dip, 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 dip. Ich wollte ein paar Euro mehr, aber ist doch egal. Geht doch. So, jetzt laufen hier nämlich auch beide. Strom ist wieder platt. Aber jetzt laufen beide. Ja, da kommen auch wieder die ersten angefahren. Sehr gut. So, wie sieht's hier aus? Filter. Ach, der ist immer noch voll. Das ist doch Wahnsinn. Okay. Ja, guck mal, die produzieren sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir diesen Step einmal erledigt. Das Crushen kommt noch, aber herstellen tun wir es. Das ist erledigt. Das ist erledigt. Das stellen wir auch her. So, jetzt brauchen wir noch einen Crusher überall. Einen für beides. Bobmonium, einer. Rubat, einer. Gut. Ja, das können wir direkt schon mit raustreten, dass wir jeweils nur einen Crusher und einen Ohrsorter hinstellen. Das ist jetzt kein Kunstwerk. So. Sehr gut. Den haben wir noch. Brauchen wir noch einen Sorter. Da, zack, war denn schon mal. Also, ich dachte, ich habe meinen Crusher weggefressen hier. Zack, zack, so. Nee, das war jetzt Quatsch. Das war zu schnell geschossen, der muss noch zwei nach oben. Ich muss das Zeug ja auch eben wieder reinkriegen. Dann machen wir das so. Das ist jetzt eigentlich nur rein optisch, also das hat keinen wirklich funktionellen Sinn. So, zack, 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 zack. Ja, mach auch nochmal ein paar Greifer wieder gleich. So, Strom. So. Ja, ich weiß, das Netz ist im Eimer, aber. Ist jetzt halt so. So. Na doch, komm, mach ich mal hoch. So. Da wir aktuell von jedem Erz nur das eine brauchen. Also jeweils eins. Lass den Rest einfach in eine Kiste reinsortieren und fertig. Da machen wir jetzt gar nicht groß rum. Zip. So. Quatsch, so. Wups. So. Also ich lasse jetzt alles in eine Kiste dann reinsortieren und per Sorter. Schmeiß doch rein. Ist doch crushed. Ne, Bobmonium Erz, hä? Ach, ich bin doch so blöd. Die Crusher zwischendrin vergessen. Ja, weil ich sagen wollte, ja, ich lasse das jetzt alles zusammen in eine Kiste reinsortieren und dann nehmen wir es einfach nur noch raus. So, denn wie gesagt, weiter brauchen wir es nicht. Deswegen. Oh ne, warte mal, dann können wir doch hin. Nee, da nicht. Blödsinn. Da und da. Du und du raus. Dann müssen wir da nochmal einen Schaditrier. Das Geblinke nervt mich da oben. So,
Erzotera passt. Einmal rot, einmal braun, einmal braun, einmal rot. Attacke. So, damit haben wir die Steps. Ja, das fliegt alles in eine Kiste und dann in den Ofen und fertig. Die Gießerei, die sparen wir uns jetzt im Moment mal. Wir können es ja endlos generieren, das Zeug. Deswegen machen wir das gar nicht groß rum. So. Du schmeißt alles in die Kiste, du schmeißt alles in die Kiste. Rüber. Nee, Quatsch. So, zack. Das sortieren wir alles jetzt in eine Kiste ein und fertig. So schnell wird das auch nicht volllaufen. Denn die benötigten Sachen ziehen wir ja wieder raus. Brauchen wir trotzdem zwei Kisten, denn haben wir auch zwei Abnehmer dann für zwei verschiedene Erze. So. Ofen. Filter unter Arm, da brauchen wir noch einen. Nein. Ach, jetzt fehlt mir noch ein Schaltkreis ernsthaft. Du sortierst aus Nickel und Blei. Nickel, Blei und du dat. So. 10 habe ich noch. Blei. Ist genau das, was jetzt fehlt. Mist. Blei ist genau das, was jetzt fehlt. Okay. Alles voll hier. Warte mal, was fehlt denn für den elektrischen Schaltkreis? Solder? Dafür brauchen wir Blei. Ach komm schon. Zinnwire kann ich herstellen, Carbon haben wir noch hier. Zack. Zinnwire können wir herstellen. So, dann brauchen wir kurz eine Maschine. Ich will jetzt wenigstens das Setup noch fertig haben mit den Greifern. Wir brauchen Blei. Das hilft alles nicht. Kriegen wir da kein Sludge mehr oder was ist? Wie gesagt, alles nicht effizient. Absolut nicht. So, braucht er nur noch ein bisschen Blei. So, und du noch mal Blei. Solder. Ach so, uns fehlen nur braune Algen. Ah. Warte. Oh, das haben wir sofort. Braune Algen. Mops mal kurz. Ja, okay. Das schon fehlt mir. Okay, alles klar. So, Komponenten brauchen wir noch. So, ich kratze jetzt kurz mal alles an Holzkohle zusammen, was ich hier finde, und drücke das mal kurz hier rein. 600 immerhin. Ach, dass sie mal kurz schneller laufen. Ich will jetzt gerade noch das mit den Greifarmen fertig machen. Damit das steht und alles weitere machen wir dann in den nächsten Parts. Aber da haben wir jetzt ein ganzes Stück schon mal gepackt mit. Und wenn man mal den Planer ein bisschen kapiert hat. Ist er sogar einfach zu bedienen, man muss ihn nur verstehen. So, Komponenten laufen noch durch. Wenn ich 3 Greifer zusammenkriege, wäre perfekt. Also noch 3. Ast rein. Sehr gut. So, dann kann man zumindest das hier einstellen. Greifer. Nee, Quatsch. Manchmal. Also Drop. Nee, Drop. Ja, jetzt stehe ich auf der Leitung. Moment. Sind gegenüber. Das heißt, der da. So. Jetzt aber. Ja, genau. So. Kiste.
So, du nimmst raus Crushed Stone, du nimmst raus Crushed Stone und schon werden sie durchlaufen. Die ziehen sowieso alles raus. Du nimmst raus Blei. Ich werde mich hier niemals zurechtfinden. Niemals. Blei und du nimmst raus Zinn, genau. Tenor, so. Zack. So. Genau, dann kriegen wir da nämlich die Platten raus. Daraus machen wir dann Solder Plates. Das heißt, dich können wir löschen, du bist fertig. Und dich können wir löschen, du bist fertig. So, siehst du, jetzt haben wir nur noch ein paar einzelne Schritte und das sind jetzt keine Mega-Hexenwerke mehr. Und dann haben wir die Solarpanels. Und die Akkus fehlen dann noch. Aber mit den Solarpanels haben wir dann ein ganzes Stück schon mal an Zwischenprozessen stehen. Ich werde hier zwischenrein auch mal das Rezept für die Akkus dann schon mal einbauen, was wir da alles brauchen. Und dann war es erstmal für diese Aufnahmerunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. C-Block.